So, eines der schönsten, interessantesten und markantesten Autos gehört Ivo Sauerbrei in der DM. Hast du das selber gebaut? Wir bauen alles selbst, ja. Wie kommt man darauf, eine solche Form, wir können das ja mal anschauen, diesem Auto zu geben, weil es hebt sich doch schon sehr deutlich ab. Bist du nicht so einer, der gerne von der Stange kauft, oder? Richtig, wir wollen immer was anderes als die anderen haben. Das erinnert mich stark an alte Lotus-Zeiten, nicht nur, weil du diese Kappe hast. Bist du ein Fan? Ja, der Konstrukteur von Lotus, Colin Chapman, das ist schon ein guter Mann gewesen. Deshalb brauchst du wahrscheinlich auch John Player, oder? Leider nicht. Okay, Motorisierung. Das ist, glaube ich, kein Klassiker, so kein 13 oder 1400er Hayabusa, sondern auch da wieder anders. Das ist ein Unikat. Das ist ein Suzuki Bandit Motor mit 1200 Kubik und es reicht zum Mitfahren. Ja, das reicht vielleicht auch zu ein bisschen mehr sogar. Ich habe aber das Gefühl, wenn du jetzt auch nicht First Class motorisiert bist vielleicht, das Auto liegt unglaublich gut. Ja, also kann ich mich nicht beklagen. Auch da ein Geheimnis? Das ist wieder von der Stange. Also das Fahrwerk ist das, was die meisten auch fahren. Okay, das heißt also die gesunde Mischung machst. Wie gefällt es dir hier heute am Matschenberg? Du fährst ja, glaube ich, klassischerweise überwiegend ILP, ne? Nein, wir sind sporadische DM-Teilnehmer und fahren sonst gar nichts weiter. Und okay. Am Matschenberg sind wir jedes Jahr zu Hause. Genau, das weiß ich nämlich. Option für nächstes Jahr, 2011, steht vor der Tür. Ja, ich mache meinen Meister erstmal fertig. Da gehen ein paar Sonnabende drauf. Also wird nicht so viel Zeit bleiben. Aber 3-4 sporadische DM-Einsätze streben an. Wir freuen uns drauf und drücken dir die Daumen für den Meister, okay? Danke. Ciao.